Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute machen wir einen neuen Food-Trend nach, und zwar diese Cheesecake-Sticks oder Cheesecake on a Stick, je nachdem, wie man es nennen will. Das ist einfach Käsekuchen am Stiel, überzogen mit leckerer Schokolade, und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Als erstes braucht ihr natürlich Käsekuchen. Ich habe hier einen Käsekuchen aus dem Tiefkühler genommen, weil ich fand, das ganze Rezept war schon sehr aufwendig. Natürlich könnt ihr aber auch Käsekuchen selber backen. Ihr müsst den erst in gleich große Stücke schneiden und anschließend mit einem Messer an der Seite leicht einschneiden und dann Eisstiele dort reinstecken, denn wie bei einem Eis ist das eben auch an einem Eisstiel später. Ich zeige es euch hier nochmal im Detail, wie ich das gemacht habe, und das macht ihr natürlich jetzt für jedes Stück mit einem Eisstiel. Wenn ihr drumherum fertig seid, trennt ihr nun die einzelnen Stücken noch mehr voneinander, denn die müssen jetzt in den Tiefkühlschrank. Das heißt, ihr solltet jetzt schon mal ein bisschen Platz machen im Tiefkühler, denn so viele Stücken, da braucht man schon etwas Platz. Und die sollten nämlich jetzt sehr gut durchfrieren, denn das hilft uns einfach später, wenn wir mit der Schokolade darüber gehen, dass die einzelnen Stücke nicht zerbrechen. Während das im Tiefkühler dann gut durchkühlt, müssen wir anschließend die Schokolade natürlich schmelzen. Ihr braucht hier sehr viel Schokolade, da ihr wirklich die einzelnen Stücke komplett eintunkt. Und ich habe auch verschiedene Schokoladen genommen. Das heißt, ich habe zuerst mit weißer Schokolade begonnen und habe dann relativ schnell auch mit der Dekoration begonnen. Denn dadurch, dass die einzelnen Stücke ja im Tiefkühler waren, sind sie sehr kalt und die Schokolade fängt sehr schnell an auszuhärten. Viel schneller, als ich sonst machen würde. Und damit ihr dann am Ende nicht den Moment verpasst, dass auch noch etwas kleben bleibt auf der Oberfläche, müsst ihr halt sehr schnell sein. Das habe ich vor allem bei den ersten Stücken gemerkt, dass ich ja etwas lahm war und dann echt noch ein bisschen andrücken musste, damit es überhaupt hält. Ich habe hier drei Stücke eben in weißer Schokolade getunkt. Später habe ich dann die weiße Schokolade nochmal rot eingefärbt mit roter Lebensmittelfarbe, sodass ich so einen schönen Rosaton bekommen habe. Daraufhin habe ich dann drei Stücken in rosa eingefärbt und dann habe ich noch die restlichen mit dunkler Schokolade eingefärbt. Die einzelnen Toppings solltet ihr unbedingt vorher vorbereiten, damit ihr, wie gesagt, schnell reagieren könnt und schnell die Toppings raufmachen könnt. Das heißt, ihr solltet auch vorher euch schon entscheiden, was ihr gerne rauf haben möchtet. Ich habe mich für Früchte wie Erdbeeren und Himbeeren entschieden, aber auch Marshmallows, Popcorn, Krokant, Kokosflocken gehen natürlich. Auch kleine gekrümelte Kekse. Es geht eigentlich alles, was irgendwie passt. Streusel passt natürlich auch sehr gut. Und natürlich solltet ihr auch schauen, dass es irgendwas ist, was vielleicht die Person, der ihr so einen Stick geben wollt, gerne isst oder was ihr eben gerne isst. Ebenfalls solltet ihr darauf achten, dass ihr die Schokolade gut abtropfen lasst, damit keine zu dicke Schicht entsteht. Aber gleichzeitig solltet ihr darauf achten, nicht zu lange zu warten, weil eben das Problem entsteht, dass die Schokolade sehr schnell aushärtet, dadurch, dass das eben ein sehr kalt gewordenes Stück Käsekuchen ist. Ich würde euch auch hier empfehlen, keine Kuvertüre zu verwenden, sondern lieber Schokolade. Als nächstes, als alle Stücken dann fertig waren, habe ich die einzelnen Schokoladen, die dann inzwischen schon ein bisschen ausgehärtet waren, nochmal aufgewärmt und habe dann mit einem Löffel so Streifen drüber gegeben. Das hat irgendwie noch den letzten Touch so gegeben, fand ich. Das sah dann alles nochmal ein bisschen cooler aus als vorher. Und das solltet ihr auf jeden Fall dann machen. Da könnt ihr natürlich auch mit verschiedenen Farben arbeiten. Ein Stick habe ich zum Beispiel mit rosa und mit dunkler Schokolade überzogen. Und so habt ihr die Möglichkeiten, das Ganze noch ein bisschen individueller zu gestalten. An sich ist es eigentlich sehr einfach. Ihr braucht da wirklich keine großen Vorerfahrungen. Das Einzige, was eben ist, dass ihr wirklich gut vorbereiten müsst und auch relativ schnell sein müsst, damit, wie gesagt, alles nicht so schnell aushärtet. Aber ihr könnt damit gut Leute beeindrucken, da es an sich nicht besonders schwer ist, aber es erfordert auf jeden Fall Zeit und ist nicht so zeitunaufwendig, würde ich mal sagen. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich das Ganze mitgefilmt habe. Dadurch habe ich natürlich auch noch ein bisschen mehr Zeit investiert in das Ganze. Es wäre vielleicht was anderes, wenn ich es einfach nur so gemacht hätte, ohne es für euch mitzufilmen.
Dann könnt ihr natürlich auch, wenn ihr nochmal Schokolade darüber gegeben habt, die dann in dem Moment flüssig ist, nochmal Kokosflocken oder zerkrümelte Kekse oder sowas rübergeben. Das kann dann auch nochmal so einen gewissen Look geben. Wie gesagt, eurer Kreativität ist hier keine Grenzen gesetzt. Ich finde, es ist wirklich richtig toll, wie viele verschiedene Sachen man hier machen kann. Und deswegen finde ich das Ergebnis richtig toll. Gerade wenn man das dann auf einer Platte anrichtet und man diese vielen verschiedenen Sticks sieht, ist das einfach eine richtig, richtig tolle Sache. Und bestimmt auch für Geburtstage oder sowas, was wirklich Schönes. Also ich finde den Trend wirklich toll. Er ist aber ein bisschen aufwendig, das sollte man auf jeden Fall beachten, aber es ist ein richtiger Hingucker, das kann ich euch sagen. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!